Hey YouTube, mein Rohkostbrot beginnt im Wald und zwar dafür suche ich die Zutaten. Ich habe mir was überlegt. Also ich finde immer so natürlich wie möglich, finde ich immer am schönsten. Und was auch noch sehr wichtig ist, also ich versuche auf jeden Fall mal alle fünf Geschmäcker zu involvieren. Das heißt einmal süß, sauer, bitter, scharf und was war's noch? Scharf, nein. Scharf hatten wir schon. Salzig, ja, natürlich salzig. Und genau, und deshalb versuche ich ja so verschiedene Kräuter so in die bisschen auch in die Richtung hineingehen und noch ein paar, ja nicht unbedingt Kräuter oder so, aber andere Ingredients, sag ich mal. Und also ich fand ganz interessant, hier, nehme ich mir hier den Gundermann mit, weil der finde ich hat eine, ja, wie soll ich sagen, einen unverwechselbaren Geschmack. Also jeder, der den kennt, der weiß einfach, dass man, der ist nicht zu verwechseln. Und ich finde, macht eine ganz interessante Note. Ich finde ihn sogar, er geht so ein bisschen in die süßliche Richtung. Ich würde aber nicht zu viel davon nehmen, also damit kann man sich sehr viel verderben. Ich habe mal so einen Smoothie gemacht mit, weiß nicht, 100 Gramm oder so und dann konnte ich ihn erstmal ein halbes Jahr gar nicht essen, weil das so extrem ist. Aber so ein paar sollten eigentlich gehen. Und dann haben wir auch schon gleich hier den nächsten Vertreter. Und zwar haben wir hier den Löwenzahn und der geht natürlich ganz klar mit Vitamin B12, also mit Käfer. Okay, Käfer, ich überlasse dir den. Also hier haben wir natürlich noch den Löwenzahn und der geht natürlich ganz klar auf die bittere, aufs bittere Konto. Und da nehme ich davon auch nicht so viele, weil viele Menschen kommen nicht mit bitter nicht so optimal zurecht, sag ich mal, viele mögen es nicht. Aber so eine leichte bittere Note macht einen interessanten Geschmack. So, und hier haben wir ein Feld vom, vielleicht keine Blüte, noch keine Blüten wirklich dran, ne? Aber vielleicht seht ihr das einmal. Wer weiß, was es ist. So blau, violett wird die Blüte. Ja, könnte man auch ins Brot reinnehmen, aber hat keinen besonderen Geschmack. Also, aber ein paar Triebe werde ich davon mitnehmen. Das ist der Efeublättriger Ehrenpreis. Schmeckt so. Ja, auf jeden Fall Richtung Löwenzahn, würde ich sagen. Also ein bisschen weniger bitter, aber angenehmer als Löwenzahn, finde ich. Vielleicht substituiere ich einfach den Löwenzahn mit dem Efeublättrigen Ehrenpreis. Finde ich sogar ein bisschen interessanter, ein bisschen leckerer, glaube ich. Ich glaube, ich mache das. So, und hier, das kommt nochmal separiert eigentlich ins Brot. Knoblauch, aber ich glaube, ich nehme davon als unterstützende Wirkung auch nochmal ein paar Knoblauchsrauken mit und ja, definitiv sehr, sehr gesund und ich mag lieber den Geschmack von Knoblauch, deshalb, ich glaube, das ist ganz interessant, echten Knoblauch und Knoblauchsrauke zusammen ins Brot zu packen. So, und hier haben wir den letzten Vertreter, den ich auf jeden Fall noch drin haben wollte, natürlich der Giersch und ich muss sagen, sondern es ist so, dass viele Bestandteile sehr ähnlich sind der wilden Möhre, Daucus carota, heißt die wilde Möhre. Und da sie sehr, sehr nah miteinander verwandt sind, schmecken sie auch sehr, sehr ähnlich. Also wenn ihr es mal jetzt im Sinn habt, was ich euch gesagt habe, dann, wenn ihr nächstes Mal Giersch probiert, denkt mal daran an Möhre. Und das schmeckt halt genauso wie Möhre. Und deshalb probiere ich, also viele machen ja auch in Brot oder so, machen sie ja Möhre rein oder Möhrentrester. Und ich finde, wenn man etwas habt, was wie Möhre schmeckt, aber halt tausendmal gesünder ist, weil Wildkräuter sind natürlich fast nicht zu schlagen, dann nehme ich natürlich lieber Wildkräuter anstatt Möhre. Ja, und das halte ich für die sinnvollere Alternative. Deshalb ordentlich Giersch rein. Also ich pflücke hier zwar jetzt so munter den Giersch weg, aber hier muss man auch aufpassen, denn hier haben wir nämlich den Ahornstab dazwischen. Der sieht zwar nicht so ähnlich aus, aber vielleicht ruft man mal so ein Blatt mit aus Versehen aus. Und das soll wohl ziemlich unangenehm sein. Okay. Und das Auge ist natürlich mit und deshalb sammle ich so ein paar Löwenzahnblüten und tue die einfach ganz da rein. Das sieht bestimmt fabelhaft aus. Also hier ist eine. Und hier noch eine. Hier noch eine. Mal gucken, wie viel ich noch finde. Also, so sieht das aus, wenn du fertig bist. Ich habe einige Löwenzahnblätter gefunden. Und ich finde auf jeden Fall nochmal wichtig, dass ja, so naturgelassen wie möglich ist, so wenig Zutaten wie möglich, denn viele predigen den Minimalismus halt an und ich finde, der sollte auch weiter fortfahren in unserer Ernährung,
Und ja, deshalb so einfach wie möglich, kurz rausgehen, ein bisschen Wildkräuter sammeln, dann verschiedene Zutaten noch, die man zu Hause hat, aber wirklich so wenig wie möglich zu reduzieren, ja. Wenn ihr quasi Cracker machen wollt und dafür den ganzen Tag braucht, weil da 200 Zutaten mit drin sind, das kann es nicht sein, finde ich, ja. Deshalb so natürlich wie möglich, wie ich meine Zutaten auch auswähle, ist so, ich versuche sehr wenig, ja, verarbeitete Lebensmittel oder Salz oder sowas versuche ich auch zu vermeiden, denn wir brauchen organisch gebundenes Natrium und nicht anorganisches Salz. Damit kann unser Körper erstmal nichts anfangen. Und, aber werde ich gleich auf jeden Fall nochmal sehen. So, da bin ich wieder zu Hause. Hier haben wir die Zutaten, die wir gefunden haben. Also hier haben wir den Löwenzahn, haben wir hier. Dann haben wir hier die Knoblauchsrauke, den Gundermann, wirklich nur eine Handvoll, sonst wird es echt zu intensiv. Dann haben wir hier den Ehrenpreis, den Efeublättrigen und jede Menge Giersch, damit wir keine Karotten verwenden müssen. Ja, wie gesagt, der Giersch schmeckt echt super nach Karotte. Also die Doldenblütler, also Apiaceae, sind sehr nah miteinander verwandt und das schmeckt man auch. So, hier haben wir für die Zierde, haben wir quasi eine Handvoll die Blüten gefunden, des Löwenzahns. Dann habe ich hier für den salzigen Geschmack den Staudensellerie, ist das natriumhaltigste Lebensmittel auf unserem Planeten. Wahrscheinlich nicht, aber das, was man so bekommen kann, ja. Und dann habe ich hier ein bisschen Knoblauch. Ich wollte immer Knoblauch, ja, stetig, jeden Tag in meiner Ernährung integrieren, weil es hat wirklich sehr, sehr schöne Senföle und ja, sehr, sehr gesund, sehr, sehr entgiftend und eine antibakterielle Wirkung. Und den wollte ich auf jeden Fall immer integrieren, deshalb kann man natürlich nicht zu viel, ja, weil die Mitmenschen leiden darunter natürlich. Und deshalb nur so ein wenig, aber wenn man jeden Tag so ein bisschen Brot isst, Brot, dann geht das eigentlich. Und hier habe ich noch ein bisschen Dulse-Algen. Und jetzt kommt, man muss das Einweichwasser vorher wegkippen, weil das natürlich auch wieder Natrium, anorganisches Natrium, Meersalz. Das können wir auch nicht so gut verwerten. Wir wollen quasi nur das organisch gebundene Natrium in der Alge haben und das Jod und die vielen Antioxidantien, die natürlich hier die Omega-Fettsäuren schützen. Deshalb ja auch so viel Wildkräuter. Und das ist immer sehr wichtig, dass die Omega-Fettsäuren in den Leinsamen ja, geschützt werden durch viele Antioxidantien, und das sind natürlich Wildkräuter die perfekte Wahl, dass sie nicht vorher oxidieren, durch das man ja quasi umsonst in Rohkostqualität gedörrt hat. So. Also, was wir jetzt erstmal machen, wir nehmen einfach so die Hälfte, also hier mal 250 Gramm, also das wiege ich auch nicht ab oder so, das ist einfach, hier habe ich so einen Trockenbehälter quasi von meinem Mixer, es gibt einmal einen Nassbehälter und einen Trockenbehälter, und ich nehme mal den Trockenbehälter und fülle da ungefähr die Hälfte rein und dann, das ist ungefähr schon die Hälfte, und dann mixe ich das erstmal. So, hier haben wir jetzt die fertig, ja, geschrotenen Leinsamen. So sehen die dann aus, 250 Gramm. Die fülle ich schon mal hier in die große Schüssel. So, und dann die restlichen Zutaten kommen in den Nassbehälter. Und da tue ich erstmal die abgespülten ja, Algen schon mal nach unten. Schon mal diesen nassesten. Und dann kommt der Knoblauch hinein. Dann die restlichen, der Ehrenpreis, der Giersch, Löwenzahn, Gundermann. Und dann nochmal extra für den Scharfen, weil wir wollen ja so viele Sinne ansprechen wie möglich, machen wir hier noch ein bisschen Rettichsprossen. Ja, also Rettichsprossen sind sehr, sehr scharf und ich finde so eine scharfe Note gibt einen echt interessanten Geschmack nochmal. So, die Blüten lassen wir natürlich für die, ja, die tun wir Ganzes hinein, ja, deshalb schroten wir die nicht mit oder also mixen wir die nicht mit. Und jetzt machen wir noch einmal den Sellerie. So, und jetzt, ich mache keine Mengenangaben, ja, das ist einfach hier, so sieht es aus, sieht das schon mal ganz schön aus. Und riecht auch schon schön, also Bio, Staudensellerie, sehr lecker. Und jetzt tun wir einfach ein bisschen gereinigtes Wasser noch rein und dann werde ich mal gucken, wie viel Wasser ich dann letztendlich dafür brauche, und das mache ich einfach immer nach Gefühl, ja. So muss die Konsistenz dann hier aussehen, also die ist richtig fest geworden, ja, also wirklich sehr wenig Flüssigkeit nur noch. Dann habe ich hier so, ja, ausgeschnitten und also Backpapier und dann einfach aufs Blech
aufgetreten, die sind schon ein bisschen rot, da ist mal rote Beete-Cracker gemacht. Und dann treibt man das einfach hier so auf, natürlich so dünn wie möglich. Und mit einem Löffel mache ich das und drücke das immer so da dran. Und ja, wenn es zu dick ist, dann geht es nicht ganz durch. Und man könnte natürlich auch so machen, dass man die unterste Reihe ein bisschen dicker macht, weil da kommt natürlich die meiste Wärme her. Das geht dann natürlich auch. Aber so sieht das dann ungefähr aus. Wenn man das dann rauspappt, zeige ich euch gleich nochmal. So sieht das dann aus, ja. Also relativ eben, dass es also eine Ebene ist. Und relativ so dünn wie möglich. Man kann natürlich jetzt hier noch so Sterne reinschneiden, dass man sie später rausbrechen kann. Aber ich bin da eher rustikal. Ich nehme einfach ein Stück raus. Und gut ist es, ne? Also wie gesagt, relativ easy, lässt sich super, super auftragen, total einfach. Und selbst die Schüssel wird relativ sauber danach. Und ja, so sauber sieht es dann auch später bei euch auch aus. Und natürlich die Löwenzahnblüten nicht vergessen. Einfach so reindrücken und fertig. So sieht es dann aus. Also hier haben wir das Brot unten, die drei Schichten, die brauchen ein bisschen länger. Und oben kommen die Schalen für das Vitamin C-Extrakt, ihr habt das Video schon gesehen. Wenn ich daraus herstelle, das Pulver kommt ganz nach oben und das stelle ich jetzt einfach auf 42 Grad und dann warte ich mal vielleicht 10 Stunden oder so, mal gucken. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen, dann zeige ich euch das fertige Ergebnis und mache die Geschmacksprobe. Das ist der nächste Morgen. Sieht das nicht prachtvoll aus? Und das war jetzt ungefähr, ja, weiß nicht, fast 12 Stunden im Dörrgerät. Zwischen 10 und 12, weiß ich nicht mehr genau. Und ist halt richtig kross geworden. Also nicht perfekt. Und also, keine Ahnung. Ich finde es richtig gut. Für die Anfänger vielleicht, die noch nie mit Algen gearbeitet haben, vielleicht am Anfang ein bisschen weniger. Vielleicht sind sie noch gar nicht gewöhnt, wirklich ohne Salz zu leben. Da könnt ihr noch vielleicht, keine Ahnung, Salz dran machen, Brühe dran machen, getrocknete Tomaten, was es sonst noch so gibt. Aber ich brauche es auf jeden Fall nicht. Und ich finde, das schmeckt auch so super. Und ich finde, man sollte immer jedem Lebensmittel so viel Aufmerksamkeit geben wie möglich. Und Salz verschleiert die Aufmerksamkeit ganz einfach, weil sie einfach ja, das überlagert im extremen Sinne. Deshalb Salz ist okay, aber wenn es wirklich aus natürlicher Form kommt, so kann die Pflanze immer noch gelten im Geschmack. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und so wenig Zutaten wie möglich, um jedem Lebensmittel quasi die maximale Aufmerksamkeit zu schenken. Und das ist auch in diesem Brot gegeben. Also ich finde es wirklich sehr, sehr natürlich. Also ist mit das, also wenn nicht das gesündeste Rohkostbrot überhaupt. Ja, Algenwildkräuter, Staudensellerie, also das ist wirklich wahnsinnig. Und ja, ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, die gesündeste Alternative mal auszuprobieren. Und ja, lass es mich wissen, probiert mal aus. Und bis zum nächsten Mal.